passt doch. Was bedeutet das? Ich habe hier ein Profil. Ich mache jetzt irgendeins hier hin. So, ich habe hier irgendwo mein Querruder. Ich mache das jetzt mal für F3K. Das heißt, hier unten ist mein Scharnier. So, Verkastung. Wenn ich das jetzt mit Holz machen würde, dann würde ich hier jetzt irgendwie ein Holzbrett reinmachen. Dort und dort. Ja, habe ich eine Verkastung. Bei den Schaumflügeln mache ich hier vorne keine rein, aber hier hinten mache ich eine rein. Und zwar aus Gewebe. Das Gewebe ist im... laufen die einzelnen Fasern so. Das heißt, im 45 oder in etwa 45 Grad Winkel. Ja. Wenn man da mal guckt, da gibt es die bei dem Herrn Mark Drehler. Das ist ein Amerikaner, der viel vorangetrieben hat mit F3K, überhaupt mit auch leichten Flugmodellen. Da kann man schön erkennen, wo welche Faserrichtungen wo in welche Richtungen vernünftig sind. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich mache hier nochmal ein neues Profil hin. Ich sage, da soll ungefähr mein Spalt für den Ruderausschlag hin. Dann gehe ich ungefähr circa 3 mm hinter diese Kante. Und an dieser Stelle trenne ich den Flügel ab. Dann lege ich quasi so mein Gewebe darum und klebe das Querruder hinten wieder an. So, das wollen wir jetzt mal machen. Zeigen wir das mal in Realität. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Kern. Ich habe mir aus, das sind alte Rückwände von Schränken, mache ich mir immer so eine Grundform. Da habe ich jetzt hier drauf, wo ich was abschneide, wo ich was hinpacke. So, ich habe hier jetzt quasi meine Trennebene angezeichnet. Mache mir hier einen Strich. Gleichzeitig mache ich mir hier einen Strich für mein Scharnier. Das gleiche mache ich hier mit dem anderen Ende. Trennebene, Scharnier. Mache ich hier wieder hin. So, jetzt habe ich hier so ein... eine schöne Messingschiene. Lege ich die hier hin. Gute Cutterklinge. Ihr habt das letztens schon öfters gesehen. Ich benutze also immer kein Cuttermesser, sondern ich habe nur die Cutterklingen. Ab und zu schneide ich mich auch mal. Ist so. Bei dem Schaumschneiden sollte man immer darauf achten, dass die Klinge nicht zu steil geführt wird, sondern irgendwann ruppelt das. Schön flach führen. Oh, jetzt habe ich den Flügel durchgeschnitten, aber so, nicht ordentlich. So, ich habe hier jetzt auch ein 50 Gramm Gewebe drauf. Das klebe ich einfach hier drauf. So, jetzt klappen wir das einfach nach oben. Jetzt wird das quasi ein U. Also ich habe jetzt hier das Gewebe einfach auf die gerade Fläche geklebt. Ich habe das früher auf die Querruder geklebt. Das ist immer so fummelig, aber hier auf den harten Kern. Ich habe jetzt hier ein U. Verstärkt nachher auch nochmal die Kante vom Schnitt fürs V. Hat auch seine Vorteile. Ich reibe hier immer so ein bisschen, wenn man da so ein bisschen mit dem Finger drauf legt, dann sieht man, dass der Finger sich auf beiden Seiten so ein bisschen anliegt. Das heißt, ich kriege das besser auf die Kante.
sonst gibt es auch schon mal eine Falte. Ganz so schlimm ist es auch nicht. Hier habe ich jetzt Falten reingekriegt. Naja, fällt nicht von unten. So, jetzt habe ich hier quasi meine Scharnierlinie, die liegt nachher hier ungefähr an dieser Stelle. Das heißt vor dieser Kante. Das heißt, ich habe dann im Querruder, wenn man so will, ein kleines U drin. So, jetzt lege ich das wieder auf den Tisch. Schneide mir hier von dem Rest schneide ich mir hier so kleine Patches. Die brauchen wir gleich noch, um das Querruder wieder an den Flügel anzukleben. So, jetzt lege ich quasi mein Querruder hier hinten einfach an. Klebe diese kleinen Patches, ob die nun ganz gerade sein müssen oder nicht, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich muss das Querruder mal ganz klein bisschen daran drücken, dann geht das eigentlich ganz gut. Na, komm schon her. Da reichen so alle 10-15 cm ein, so ein kleiner Patch, weil gleich kommt noch das Kevlar-Gewebe darüber. Und das hält nachher auch noch mal alles zusammen. Das ist also eigentlich kein Hexen. So, jetzt lege ich meine Schiene hier wieder hin. So, jetzt habe ich hier ein Kevlar, auch wieder mit dem Transferklebeband. Ja, nur eine Küchenschere. Schneidet gut angeschliffen ist, genauso wie eine Kevlar-Schere. Hatten wir die Kevlar-Scheren, haben wir glaube ich schon mal gezeigt gehabt. Ne? Dann klebe ich mein Kevlar-Scharnier hier hinten an. Man kann natürlich auch noch eine eingeriffelte Kevlar-Schere nehmen. Die schneidet natürlich das noch exakter ab. So. Ja, nun kommt der Einwand. Scheiße, jetzt habe ich hier so eine dicke Kante drin. Hier habe ich auch so eine doppelte Aufdopplung drauf. Aber auch das bekommen wir weg. Wir nehmen ein einfaches Stahllineal, hat glaube ich jeder zu Hause. Ich mache es sonst immer freihändig, aber ich mache das heute hier mal im Lineal lang. Und drücke hier quasi, wenn ihr so wollt, eine kleine Nut rein. Das gleiche mache ich hier hinten. So, wenn man jetzt hier mal richtig guckt, kann man hier sehen, so eine ganz leichte Nut, aber die fällt nachher nicht doll auf. Also das heißt, man beim, ich zeige euch das gleich nochmal an der fertigen Fläche, das sieht man nicht. So, was man jetzt sehen kann, hier ist jetzt quasi die Glaskante. Das heißt, wenn ich den Flügel nachher fertig mache, hart sich diese Kante hier ein, auch die obere Seite, klappt den so um. Und dann liegt das nachher ja in dem Unterzug drin und der Oberzug kommt drauf und der Flügel hat keine Profilveränderung. So, was ich jetzt noch mache, ist, dass ich hier oben das Gewebe auch noch nicht ganz so stark eindrücke. Versuche ich möglichst hinten auf den Querruder keine Macken zu machen. So, wenn man hier jetzt mal guckt, sieht man so gut wie gar keine Erhebung. Man kann das auch nicht spüren. Das Einzige ist, ab und zu zieht hier das Harz an den Kanten etwas ein. Da bin ich noch am probieren, wie ich das ganz und gar wegkriege. Das zum Thema Querruderverkastung.
Wenn man natürlich eine doppelte Verkassung machen muss, dann müsst ihr den Flügel nochmal aufschneiden. Auch das habe ich schon mal gemacht, das geht auch. Es geht sogar, man kann auch sogar in der Art und Weise eine Hohlkehle machen. Auch das würde funktionieren. Ja, da muss man nur eben ein bisschen mehr arbeiten dran. Aber bei unseren F3K-Fliegern ist das ja nicht nötig.